Eichenlaubträger SS-Brigadeführer Harmel, Kommandeur der SS-Division Brunsberg, der durch persönlichen Einsatz viel zur Stabilisierung der Front in seinem Abschnitt beitrug, fährt in seinem Schützenpanzerwagen zum vorgeschobenen Bataillonsgefechtsstand. Jagdbomber greifen an! Raus aus dem Wagen! In Deckung! Sekunden des Wartens werden zur Ewigkeit. Geraten in den Jabo-Angriff. Immer das alte Lied, kurze Sprünge, Deckung, abwarten und wieder hoch bis zum nächsten Loch. Das sind unsere Stellungen im holländischen Raum an der Röhr, die jetzt Hochwasser führt. Die Batterie der im Wehrmachtbericht erwähnten 9. Panzerdivision, in deren Feuer starke feindliche Panzerangriffe zusammenbrachen, bekämpft Feindstellungen in Geilenkirchen. In ihren Gräben warten die Männer auf den anstürmenden Feind oder den Befehl zum Gegenstoß. Von Flammenwerferpanzern bereinigen Grenadiere eine Einbruchstelle. Signale geben das Zeichen, hier vorderste Linie. Und Toast vom Lärm der Schlacht, einschlagenden Granaten und singenden Geschossen. Besteht der deutsche Infanterist täglich höchste Proben der Tapferkeit, wirft sein Herz gegen den Feind und stürmt ihm nach.